Was geht, Freunde? Euer Lieblingshuhn Kiro ist mal wieder am Start auf der YouTuber-Insel. Und heute haben wir gesehen, Awesome, Elina und Gambo sind einfach wieder auf der YouTuber-Insel. Und ich glaube, Elina und Gambo haben noch gar kein Team, oder, Snoopy? Die sind ja online. Ja, die gehören doch, glaube ich, soweit ich weiß, zu niemandem dazu. Das heißt, wir können sie zu Höllenkrieger konvertieren und rekrutieren. Alter, was haltet ihr von der Idee, Mann? Alter, super Idee. Ja. Kiro, ich sag dir ehrlich, du weißt, die kommen jetzt in den Höllenkriegern. Ja, ich sag dir so, wie es ist. Wenn nicht, dann müssen wir sie vernichten. Aber das glaube ich erstmal nicht. Ja, richtig. Wenn sie nicht hören wollen, müssen sie fühlen, so wie alle anderen, wenn sie nicht ihre Steuern zahlen. Höllenkrieger, Höllenkrieger. So schaut's aus, Junge. Okay, ja, seid ihr Mann. Bereit? Was glaubt ihr, wo können wir die finden, Elina und Gambo? Ehrlich, guck mal, ich sag dir ehrlich, ja. Du weißt, Elina hatte mein Haus. Aber ich weiß nicht, ob Gambo mal einen hatte. Aber wow. Ich denke jetzt mal so ganz grob, die sind bei Evisop Elinas Haus. Ich weiß ja. Was steht hier? Ich glaube, er hat recht. Er ist halt spazieren, aber ich glaube, ich bin wirklich. Hey, was redest du denn? Ja, weil ihr seid ja auch ein bisschen so Insel-OGs-mäßig, deswegen, ihr müsst mich leiten. Ich bin OG, Mann. Aber Gott, ja, der warte, wer fliegt da? Wer fliegt da? Sion Satoshi. Egal. Die jucken uns jetzt nicht. Wir müssen erstmal zu Elina. Ja, ja, okay. Ja, Sophie, dann flieg mal voraus, wenn du weißt, wo die wohnt. Ja, sonst erzählen die Scheiße über uns. Ja, ja, safe. Schnell. Sophie, flieg. Wir fliegen Suppi hinterher. Was für langsam, Digga. Falscher Clan, Digga. Ist das hier oder was? Oha. Die sind ja wirklich da. Hallo, die Dame. Hallo, der Herr. Wie geht es euch heute? Super. Und dir? Ja, mir geht's auch super, Alter. Ey, Mann. Leute, ich sag euch mal was. Benehmen, okay? Setzt eure Hüte ab, ja, wenn wir uns vorstellen. Ja, okay. Also, wir sind die Höllenkrieger, falls ihr uns nicht kennt, ja. Wir sind die Lieben auf der Insel, die anderen sind böse, ja. Sue und so, die sind böse. Ihr müsst uns vertrauen, okay? Also, bevor wir irgendwas machen. Ja, wirklich. Ihr vertraut uns, oder? Warte mal, guck mal hier, ein bisschen Vertrauensbonus hier, guck mal. Ich denke, den in der Mitte kenne ich sogar. Alter, danke schön. Ich habe noch ein bisschen was für euch beide. Einmal ein bisschen das hier, ja. Ja, ein bisschen Goldklumpen gibt's noch hier, guck mal, Flex hier, bling und alles. Also, wahrscheinlich wurde dir von den Lauchbrüder-Schatten-Loser irgendwie noch nie so beschenkt, oder? Weil die Höllenkrieger stehen für Gerechtigkeit, Stärke und Toleranz. Ja? Ist so. Das sind die Kassen hier. Ja. Gut eigentlich. Das ist auch gut, vertrau mir. Ich merke, ihr seid auch gut, ja? Also, weil ihr habt bis jetzt noch nicht irgendwie Stress mit uns angefangen. Deswegen wollt ihr in den Höllenkrieger kommen? Nein, Snoopy, noch nicht so hastig. Beruhig dich. Ich sag mal ganz ehrlich, also, wir haben eine Höllenkrieger-Königin, ja? Aber natürlich, wir brauchen noch mehr weibliche Kriegerinnen, weißt du? Und deswegen wäre das auf jeden Fall perfekt, wenn du dann auch noch am Start bist. Und Gambo, ich sag ganz ehrlich, dein Bizeps ist schon massiv gewachsen, Digga. Sag ich so, wie es ist, Digga. Oh, ich werd ganz rot, hört auf damit. Also ihr werdet auf jeden Fall eine Bereicherung. Ihr habt gesehen, wir haben Reichtum, wir können Geschenke machen. Und ich verrate euch ein Geheimnis. Wir sind im Nether stärker als die anderen. Ja, nein, wir sind schon die Stärksten, aber dann sind wir noch stärker. Im Nether haben wir diese besondere Macht und ihr könnt die auch haben. Das ist ja voll. Ja. Ist das im Nether, ist das eure Base? Die sah so krass aus. Du hast sie schon gesehen? Das sah voll da krass. Da war so eine Riesenhalle. Ja, das ist unsere Base, so, ey. Ja, dann ist das unsere wahrscheinlich. Wollen wir da ein bisschen weiter quatschen? Ja. Und dann werden wir dann stärker, oder was? Ja, da können wir unsere Macht mal demonstrieren, Alter! Ja! Höllenkrieger! So ist das hier, Alter. Okay, dann habt ihr Elytran und so? Ja. Habt ihr alles? Raketen? Habt ihr genug Raketen, Leute? Boah, ich hab nur noch 10 oder so. Warte hier bitte schön für dich. Boah, nimm, Alter. Gerne Sachen. Was? Wow. Yeah, guck mal.
Wir müssen dann auch im Nether ein bisschen vorsichtig natürlich fliegen und flattern und so, ne? Ja, wir müssen vorsichtig sein, damit das... Okay. Ja, egal. Alles klar, folgt mir, folgt mir. Ich kenne den Weg. Let's go, Alter. Oh, Leute, es wird richtig krass. Was glaubt ihr, dass sie mitmachen bei den Höllenkriegern? Das wäre einfach genau, was wir gerade brauchen. Ein neues Mädchen. Und Gambo, Gambo ist ja sowieso auch schon einer der krassesten. Hier haben wir das bisschen getarnt in dem Dschungeltempel. Im Tempel? So. Ja, da ist nämlich einmal das Netherportal. Hey, was will dieses Skelett hier? Mann, geh mal weg. So, komm mal, ihr müsst ins Innere vom Tempel kommen. Genau. Einmal ganz nach unten. Okay. Wir sammeln uns vor dem Tor. Das ist aber keine Falle, oder? Oh. Nein, nein, warum sollen wir euch eine Falle stellen? Wir wollen, wir wollen ja, dass ihr bei uns dabei seid. Komm, Melina, das ist keine Falle. Leute, kommt das nach, macht gar keinen Sinn. Also, rein da, let's go! Aufpassen, nicht runterfallen. Ja, hier ist ein bisschen eng, hier ist ein bisschen eng. Das wird nicht so gut enden, deswegen wisst ihr... Willkommen auf der Höllenkriegerseite. Guckt euch unsere Macht an. Wir können einfach im Lava schwimmen. Leute. Checkt ihr das? Könnt ihr das auch? Kommt mal runter, Leute. Das ist richtig. Ja, diese Macht wird euch auch zuteil, wenn ihr zu Höllenkrieger kommt. Oh, das ist so toll. Wir beziehen unsere Kraft aus der Lava. Ey, Snoopy, pass auf. Ich kann es euch mal zeigen, wenn ihr wollt. Ey, Snoopy, was hast du vor? Runter zu springen. Ey, Snoopy, Snoopy. Snoopy, beruhig dich jetzt. Wir haben Gäste. So, weil der Weg ist ein bisschen in die Richtung. Und wir müssen auch ein bisschen mit Elytra fliegen. Aber den Großteil können wir ein bisschen laufen, ja? Okay. Und könnt ihr in der Zeit mal erzählen, warum seid ihr eigentlich wieder so auf der Insel? Was sucht ihr hier so? Stimmt. Wir wollten mal wieder ein bisschen Spaß haben. Wir wollten uns mal wieder umsehen. Ja. Wir haben immer wieder Nachrichten bekommen, dass hier wohl einige verrückte Sachen... Ja, vor allem, Alter. Die sind richtig verrückt. Sag ich ehrlich, die sind komplett durchgedreht auf einmal. Ja, die sind die Schlimmsten hier. Ja, die greifen uns immer an, töten uns. Ohne Grund, Einfach so? Ja. Einfach so. Es macht gar keinen Sinn, warum die sowas die ganze Zeit mit uns machen. Aber wir schlagen mittlerweile zurück. Wir müssen glaube ich, hier hoch. Moment. Die haben auf jeden Fall hier gar nichts mehr zu sagen im Nether. Das ist nämlich unser Bereich. Das ist unser Bereich, Mann. Für die Höllenkrieger. Höllenkrieger. Ja, weiter geht's. Und wer hat euch eingeladen auf die Insel? Wie habt ihr vom Nachruf gehört? Das war Flo. Oha. Flo ist auch da. Warte mal, das heißt, ihr habt ein bisschen mit ihm zu tun oder was? Ja, also seid ihr auf seiner Seite? Der hat uns wieder reingeholt, aber wir wissen es noch von keiner Seite. Achso, aber ihr seid nicht mit ihm zu tun. Ja, okay, oder so, das ist nämlich gut, weil sonst. Weil die Basis weiß, glaube ich, so gut wie keiner, wo die ist und deswegen wäre das jetzt ein bisschen. Wäre es nicht gut, aber wir vertrauen euch jetzt einfach mal, weil wir brauchen neue Mitglieder. Weil es schließen sich gerade so viele Clans, da sind wir ein bisschen unterrepräsentiert. Deswegen brauchen wir euch, ja? Okay, verstehe. So, ich glaube, hier können wir auch ein bisschen durchbuddeln. Ich mache uns mal hier einen Weg. Oh Gott. Hier unten ist richtig stark, sag ich dir ehrlich. Weg über Kirche. Ja, ich kenne den Weg. Ich mache aber einen, weil... Abkürzung. Ne, ich mache hier einfach ein paar Tunnel, dass wir einfach immer undercover gehen können, Alter. Das ist der Weg der Höllenkrieger. Wir können nämlich hier eigentlich immer durch. aber die anderen brauchen natürlich auch einen Weg. Oh. Bitte helfen, Leute. Ich bin runtergefallen. Bitte, Leute. Ups. Nein! Hilfe! Gambo, du sollst das doch nicht machen. Warte, ich muss eine Plattform bauen. Wer war das? Das war Alpha, glaube ich. Ja, der macht eigentlich immer so. Warum machst du so Faxen, Mann? Mann, Steinchen. Hör auf zu weinen, Alpha, Steinchen, Mann. Egal, geht's dir gut, Gambo? Ja, alles gut, alles gut. Du musst rüber springen. Gut. Ja, ey, wir können schon die Festung von hier sehen. Seht ihr sie schon? Oh, ja, wir sind schon fast da. Easy. Los geht's, ich kann's kaum glauben. Oh,
Boah, dieser war riesig. Ja, natürlich. Ihr wisst gar nicht, wie lange das gebraucht hat zu bauen. Tagelang. So, ich mach hier sogar extra einen Weg für unsere Gäste. Ich spring darüber einfach. Ja, viel Spaß. Wollt ihr auch nachspringen? Boah, im Lava zu schwimmen ist schon nicht chillig. Ey, sag euch ehrlich, also durch den Nether kommt man dadurch richtig leicht. Ihr wisst ja, was das immer für ein Hackback ist, Ancient Debris und sowas ranzukriegen und so. Ja. Ey, wir sind die Stärksten einfach. So, sind wir gleich da oder was? Ah, warte. Was ist das? So, einmal. Steinchen, baue ich doch nicht durch. Mann, bist du verrückt oder was? Spinnst du? Er ist so kaputt. Willkommen in unserem Palast. Der sieht richtig cool aus. Ja, hier oder? Können wir tanzen und unsere Schlachtpläne schmieden und alles drum und dran. Wir haben Lagermöglichkeiten, aber also wir sind noch nicht ganz fertig, deswegen haben wir noch Baublöcke gelagert. Das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Wir haben aber langsam keinen Bock mehr dafür. Das ist unsere ganz dicke Festung. Oh, Timmy, du bist auch hier! Alter! Timmy! Was ist los hier? Ja, wir haben hier neue Höllenkrieger vielleicht. Wir wollen die rekrutieren. Neue Höllenkrieger. Ja, guck mal, Elina und Gambo sind hier, Timmy. Sind die wirklich würdig genug, den Höllenkriegern beizutreten? Das wollen wir rausfinden. Das weiß ich noch ehrlich gesagt gar nicht. Das ist ich auch nicht. Weiß nicht, ob wie, hey, aber guck mal. Ihr seid doch hier. Check doch mal, wir haben die Macht, durch Lava zu schwimmen. Wir sind stärker und dieser Palast könnte auch ein Teil von euch sein. Das stimmt. Ist so. Ja. Cool, so. Ja, also durch Lava schwimmen. Das ist voll OP, ich sag euch ehrlich. Und außerdem sind die anderen Clans sowieso alles nur Loser-Clans. Richtig. Die waren OGs. Ziemlich böse, ne? Ich glaube euch nicht, dass Chaos so böse ist. Doch, ist er. Die sind böse, ja. Was hat er denn gemacht? Der war immer voll nett zu mir. Uns angegriffen immer und so. Der killt uns ständig mit seinen komischen Crystals, Mann. Der denkt auch, er wär's. Genau. Und außerdem wisst ihr jetzt, wo unsere Base ist. Das heißt, so oder so seid ihr jetzt ein Teil von uns, ne? Richtig. Das war so vorher gar nicht abgedacht. Nein, ihr müsst ein Geheimnis für euch bewahren können, sonst habt ihr mögliche Probleme auf der Insel, sag ich euch. Ja, guck mal, da kommt schon sogar ein Zombified Picklin, unser Bodyguard hier. Ja, wir haben sogar richtige Kompanjungs hier. Ich sag euch ehrlich, ja, richtig. Ja, also, habt ihr richtig Bock oder was? Höllenkrieger, für immer. Du müsstest dann halt deine komische grüne Rüstung, vielleicht weiß oder rot färben. Grüne? Ja, das ist meine OG-Farbe. Ja, wie OG, aber das passt nicht. Das passt nicht zu unserem Tor. Mach sie rot. Ja, vielleicht passe ich dann einfach nicht hierher. Was sagst du da? Bist du dir sicher? Was soll denn das jetzt? Freunde, wir wollen keinen Stress haben. Wir sind ganz. Ich wollte mich doch nur mal umgucken. Und ja, aber was verpönst du unsere Rüstung? Ich verpönst du. Die ist doch nicht mal einheitlich. Ihr seid so weiß und rot. Die ist natürlich nach Rang rangiert, Alter. Logisch. Ja, das sind die. Das sind dir die zwei Toilettenputzer. Timmy ist der Anführer. Das sind nur kleine Späße, Leute. Kleine Späße und davor. Ja. Ja, okay. Also, was Sache? Seid ihr jetzt dabei oder seid ihr dabei? Boah, also ich würde erstmal sagen, so, dass wir uns das nochmal überlegen. So, ja, genau. Überlegen? Wieso hört ihr euch so komisch an auf einmal so? Was ist los? Ihr kennt so ja uns. Vielleicht sind wir auch richtig schlimme Leute. Warte mal, mit wem habt ihr schon alle geredet? Gar nicht richtig. Mit wem habt ihr schon geredet auf der Insel? Wir haben noch mit keinem geredet. Aha. Wir haben mit Flo so ein bisschen geredet. Mit Flo also, ja, aha, okay. Was hat denn der Flo gesagt? Ja, das stimmt auch wieder, die wissen es eigentlich. Wir haben mit Flo geredet. Flo hat uns hergebracht. Ich glaube euch nicht, dass der böse ist. Flo hat euch hergebracht. Er ist der böseste, Leute. Ihr könnt nicht zuhören, oder? Aber die Höllenkrieger stehen für Gerechtigkeit. Ja, für Ehre, Stolz und Stärke! Hölle und Gerechtigkeit, das ergibt nicht mal Sinn! Doch, das ergibt Sinn. Ja, natürlich! Also, jetzt färb endlich deine Rüstung um in Rot!
Oh, dann weiß ich. Ja, und Delina, du brauchst auch. Du brauchst auch also rote Akzente. Wir müssen uns erstmal ein Tribut geben, dass sie hier ein Teil von uns sind. Das heißt mindestens ein Totem oder Dias. Ja. Totem oder Dias? Haben wir die nicht eben beschenkt? An jeden eins. Ich bin der arme Schlucker. Ja, das sehe ich. Hey, er lügt uns an. Er lügt uns an, Leute. Die haben bestimmt schon mit den ganzen Chaos-Floh-Lauchbruder und alle drum und dran geredet. Ich glaube euch kein Wort. Du steckst auf einmal dein Tote weg und sagst, du bist ein Abendschlucker. Elina hat gesagt, Chaos-Floh hat schon mit dem geredet. Und du sagst, das hättest du nicht sagen sollen. Was ist hier los? Wenn ihr nett seid, dann müsst ihr auch verzeihen können. Seid ihr Spione oder was? Wir sind keine Spione. Wir sind keine Spione. Ich sehe es doch direkt. Warum zittert deine Stimme, Gambo? Was? Warum zittert deine Stimme, Gambo? Das gefällt mir nicht. Ich zitter gar nicht. Natürlich zittert sie. Was zitterst denn so? Nur ein bisschen. Das stimmt gar nicht. Zitter nicht. Zitter nicht oder bist du Zitter-Stix, der auch immer so zittert? Ja, das ist so ein richtiger Zitter-Stix ist das. Ey, Leute. Nein, schön hier geblieben. Ey, mach jetzt keine Faxen. Ich muss essen. Schön da geblieben. Mach mal keine Sachen jetzt. Ey, Leute, nein, wir gehen wieder rein. Okay. Was greifst du? Was greifst du da an? Oh mein Gott. Okay. Ja, wir wollen. Kannst du nicht zählen oder was? Musst du noch mal Mathe nachholen? Wir können euch eskaliert denn das jetzt auf einmal? Mann, ich wer hat angegriffen? Ja, wer hat angegriffen? Bro, wer hat hier angegriffen? Hier einer mit dieser Toilettenrüstung. Was für Toilettenrüstung? Was geht hier ab auf einmal? Was macht ihr hier? Warum seid ihr hier? Das sind Spione! Ich wusste es! Flo, geh weg! Komm, hau ab, Alter! Jetzt. Ja, oh mein Gott, er macht Crystal! Er zerstört unsere Festung! Er zerstört einfach unsere Festung, Junge! Bro! So viel Arbeit! Digga, es reicht! Es reicht dir, Spione, Alter! Jo, komm her! Dein Feuer macht mir nur ein bisschen lächerlichen Schaden, ja? Das kitzelt alles. Komm her, Stu. Komm her. Das gibt Rache. Er macht unsere Festung kaputt. Was zeigt dir unsere? Komm in die Lava mit dir. Komm. Du hast keine Chance gegen mich. Ja, komm her. Er will ab. Die wollen abbauen. Hinterher. Ja, sollen sie abbauen, ey, die Loops, ey. Die wissen, wo wir sind! Wieso greifen die uns an, Alter? Was soll das? Ich lass euch nicht in Ruhe! Ich lass euch nicht in Frieden gehen! Ja, in die Lava mit dir! In die Lava mit dir! Ja! Oh mein Gott, Totem! Ja! Oh mein Gott, Siu! Wir müssen Siu holen! Oh, dein Feuer ist süß! Komm her, Flo! Okay, ja, komm, mach dein Crystal, komm! Ja, was willst du jetzt da machen? Der ist in der Lava! Du kommst. Oh ja! Die Lava tut ja so weh! Oh, Leute, ich habe keine Enderperlen. Ich muss hier. In der Lava bin ich zwar. Also, ich krieg keinen Schaden durch die Lava, aber trotzdem passiert hier nichts. Also, ich bin so langsam. Oh, die Lava tut ja so weh! Gambo, ist das dein Ernst? Du hättest so viel haben können! Du hättest alles haben können! So viel Macht! Du hättest so viel gehabt! Haut ab, Alter! Komm, ab in die Lava mit dir! Ab in die Lava mit dir! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Lava macht ja so viel Schaden! Oh! Es tut so weh! Es tut so weh! Ja, haut besser ab, ey! Besser ist es! Nein, hinterher! Ja, so mit hinterher! Los! Die dürfen nicht abhauen! Die dürfen nicht abhauen! Bro, die kommen zu uns! Die dürfen nicht abhauen! Bau alles ab! Hallo, Leute, was geht? Wir gehen zu denen nach Hause und sprengen da auch alles, Alter! Ich sag euch ehrlich! Warte, ich hab Bogen, warte mal! Komm! Ja, hab ich. Die gehen einfach weg. Ja, ich hab euch. Ja, die sind drunter. Nein. Lass runter. Ja. Warte. Er hat die Lytra an. Er ist schwach.
Ja. Schnell, 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 schnell. Komm her! Du kommst hier nicht weg! Nein! Ja! Oh mein Gott, ich komm nicht hoch! Ach, Gambo ist jetzt irrelevant, ganz ehrlich, Leute. Ich darf die anderen nicht verlieren. Wo sind die, wo sind die, wo sind die? Die gehen wahrscheinlich zum Portal zurück oder so. Hey, zeig mit deinen Nacken. Okay, 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 okay. Wir können das jetzt normal klären oder ich kann dich in Lava kicken und du brauchst eine Million Jahre, um rauszukommen. Ich kann dann 15 Sekunden abwarten und flieg dann mit der Elytra raus, aber okay, du okay. kannst auch in die Lava geschubst werden. Verrat mir, was hattet ihr mit denen vor? Das geht dich überhaupt nichts an, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, und was geht das die beiden an? Ja, das... ich meine, das sind ja deine Freunde, die werden es dir da am Ende sowieso verraten. Also du brauchst mich jetzt nicht ausquetschen. Ergib dich, Gambo, ergib dich, Gambo. Ja, guck mal, siehst du das, was passiert mit deinen Freunden? Ja, ey! Warte, ich hole mir. Ich hol mir jetzt Flo, jetzt reicht's. Ich hol mir Flo. Pyrofrüchte, Junge! Ja, er ist in die Lava! Nein! Ja! Oh, tut Lava weh, oder? Oh, Lava tut so weh! Oh, oh! Ey, schau dir einfach auf! Okay, ja! Nein, das war schon wirklich genug so. Durch deine Dummheit ist dein Totem kaputt gegangen. Geil! Ja, geh weg. Und zack! Und zack! Und zack! Ja! Deine ganzen Totems werden... Okay, er macht ernst, ich tau ab. Okay, Jungs, wir verfolgen die. Wo sind die Höllenkrieger? Hast du nicht ein Ei, um das ich kümmern muss? Ja, werde ich mich schon noch drum kümmern, aber erst kümmere ich mich um dich! Jetzt wird er auch noch so vorlaut, Alter. Wo ist er hin? Ah! Gambo, ich seh dich! Nee, tust du gar nicht! Ja, weil wir hier im Nether sind und die krassen sind. Ja, wir sind krasser als Ey, Snoopy! Komm zu meinen Items, komm her. Okay, gib mir deine. Snoopy, warum redest du mit denen? Ich will... Items. Warte, ey, ey. Okay, ja. Hör auf mit dem Säug hier. Ja. Hörst du auf? So. Und lass deine Crystals da, wo sie sind, okay? Hast du verstanden? Bist du wirklich doch... Ey! Und gibst deine Items nicht! Hey, einverständlich, du bist ein Freund! Willst du wirklich noch einen Totem verlieren, oder? Willst du wirklich noch einen Totem verlieren? Ey! Ja, noch ein Totem! Holt alle seine Totems! Alle seine Totems will ich sehen! Gambo! Ja! Gambo, du bist nicht die älteste Birne, oder was? Bro, die machen die komplette Festung von uns kaputt. Wie viele Leute haben gegen uns gerade gekämpft, Leute? Bro. Wie viele waren das? Ey, fünf Leute oder so. Sechs Leute. Wir haben so viele Totems geholt. Ich schwör's, wir haben 10 Leute rasiert. Die haben nicht mal einen Totem von mir geprockt oder so, Alter. Die sind richtig schlecht. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, die haben mir bis jetzt nicht weniger als ein Herzschaden gemacht. Bro, ganz ehrlich. Bei mir auch nicht. Die haben nicht einen grünen Herzschaden. Nein, ehrlich nicht. Wer besser? Der Einzige, der Schaden gemacht hat, war der mit dieser Enderkristalle ein bisschen. Das hat gut schon Damage gemacht. Ja, das muss Flo gewesen sein, wenn dann, Alter. Ja, nee, das war dieser eine da. Bro, was machen die da oben? Mann, ey, die machen uns die ganze Festung kaputt, Mann. Junge, wir haben das alles hier aufgebaut. Die machen alles kaputt, Junge. Bleib jetzt stehen, ey. Sind die abgehauen? Wo sind die? Ey, wir wollen reden. Wir sind die Stärksten. Ja, Mann, Alter. Niemand kann uns was, Alter. Das Imperium, da wurde eben erst erschaffen, ja. Alter. Ja, Mann. Bro, aber was müssen die auf ehrenlos... Hat richtig rasiert, Alter. Ja, Mann. Ja. Und Alpha stand hier genauso. Wir waren. Und Snoopy war auch dabei. Wir waren das Team, was wir uns eh immer gewünscht haben. Ich sag euch ehrlich. Aber ja, die haben unsere Festung zerstört. Das gibt Rache. Ja. Fehlt eigentlich jemanden von uns? Nee. Niemanden verloren? Warte. Nein, wir waren schon immer zu viert. Beule war die ganze Zeit nicht hier. Was laberst du? Na schön, okay, Bro, aber wo sind die jetzt hin? Leute, ich check mal das Portal zeigen. Ab oder ey, so. Wir müssen zum Portal. Kaputt gemacht hat, Leute. Das Wichtigste, er hat die ganze Festung kaputt gemacht. Ey, wir müssen, glaube ich, sein Haus sprengen. Die müssen entweder sprengen ihr seins oder die guck zahlen mal. Dafür. Hier, oh Mann, Leute. Guck dir das an! Bro, entweder zahlen die dafür oder die bauen das wieder auf.
Oder wir machen von dem was kaputt. Wisst ihr, wie lange das gedauert hat? Drei Möglichkeiten. Leute, entscheidet bitte mal in den Kommentaren, ist Chaos Flohs Haus zu sprengen gerechtfertigt nach solcher einer Aktion? Denk schon nicht. Ihr müsst auch mal denken, dass Muni das meiste hier auch davon gebaut hat. Naja, deswegen, Bro, das geht nicht. Bro, die haben ja einfach den ganzen Weg kaputt die gemacht. Die spucken einfach auf uns. Junge, Bro. Ey, wir müssen die noch mal finden. Ich sag dir ehrlich, wo sind die hin, Mann? Lass mal zum Portal, ehrlich, lass mal zum Portal schnell. Zum Portal fliegen, los, Leute. Los. Ey, Jungs, hier ist gleich das Portal. Oha, ja? Da drüben geht's gleich wieder raus. Wir müssen abchecken, ob die vielleicht gerade auf der Flucht sind. Ja, hoffentlich nicht, ich sag dir ehrlich. Bro, die können sonst eine Falle aufstellen oder so, warte mal. Sind die da irgendwo? Die beim Portal sind und uns killen wollen oder so. Ich glaube. Wo sind die? Wo ist eigentlich Timmy hin? Der Timmy ist irgendwie weg, Bro. Wir sind geflogen, dann war er weg. Okay, der hat sich wahrscheinlich wieder verflogen, Digga. Die sind safe durch. Schnell, lass durch. Wir müssen aufpassen wegen unserer Nein, Kämpfen. Wir müssen. Warte! Hä? Hallo? Hä? Wieso bin ich jetzt hier? Haben die das Portal beim Tempel abgebaut oder was? Warte. Ohne was? Was hat das zu bedeuten? Leute. Warum bin ich bei Flauschi rausgekommen? Okay, Oh mein Gott, Zitashi! Geh in dein Nether, Okay, Titan, bleibt im Nether, bleibt in eurer Hölle. Ja, okay. Ey, du Lauf, Bruder, hau ab, Alter. Geh in deine Welt, Kido. Geh in eure hässliche Unterwelt. Hast du schon mal in den Spiegel geguckt? Kido, wo bist du? Ey. Da ist er. Geh da rein. Ja. Traut euch einmal in den Nether zu kommen. Alter. Traut euch. Jungs, wo seid ihr? Hä? Aber wenn ich jetzt hier wieder durchgehe, dann komme ich doch bei Flauschi raus. Oder? Ja, halt echt. Ey, die checken das nicht. Ey, die checken das nicht. Wie geil ist das denn? Hey, warte mal, Geh da rein. Wir sind Freunde. Aber das heißt auch nicht, dass wir... okay, komm mal, Alperstein, du gehst jetzt einfach hier zurück in den Nether. Komm, mit das, was wir das jetzt hier. Wir sind doch gute Freunde. Ja, du gehst jetzt einfach. Ja, deswegen schüsseln wir dich jetzt nicht weg. Deswegen, komm mal, ich verschon dich. Was geht, Jungs? Tiro, auch du rein. Ich komm nicht aus dem Portal raus. Junge. Rein da, Kiro. Junge. Bro. Ja, nein, ich komm hier nicht weg. Du kannst nicht. Du kannst das nicht. Sich ab, Junge. Bro, ich töte dich. Hey, warum? Lass mich in Ruhe. Bro, warum bist du auf einmal so schwach? Digga! Wieso hab ich keinen Enderperlen? Zieh da ab! Wieso komm ich an dem Portal aber nicht mehr raus? Die wollen uns da einsperren! Okay, die wollen uns aber irgendwie im Nether halten? Also ich meine, wir wollen selber im Nether bleiben, also das macht eh gar keinen Sinn. Okay, Freunde, ich glaube, das war einer der spannendsten und krankesten Folgen überhaupt. Wir haben unsere Macht im Nether demonstriert. Ich bin jetzt hier gerade noch in meiner Strandhütte, sage ich jetzt mal. Auf meiner Inselhütte. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auf jeden Fall abonnieren, liken und die Glocke aktivieren. Es ist wirklich zu krass. Die werden sich nicht mehr trauen, in den Nether zu kommen, denn wir sind die Höllenkrieger.